Am Weg zu meinem heutigen Ziel habe ich einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, und zwar in Meierling. Ja, und in diesem Teepavillon dürfte des Öfteren der unglückliche Kronprinz Rudolf gegen den Willen seiner kaiserlichen Familie sich mit der Baroness Marie Wetscherer getroffen haben, was letztlich auch der Auslöser für den Selbstmord des Kronprinzen war. Dieser Teepavillon ist auch das einzige, was noch vom damaligen Jagdschloss Meierling übrig geblieben ist. Den Rest ließ Kaiser Franz Josef als Kloster umbauen, um die Erinnerung an das unglückselige Ereignis auszulöschen. Und schon damals war es bei den Medien so, dass sie einfach das schrieben, was die Mächtigen ihnen diktierten. Das ehemalige Jagdschloss Meierling beherbergt heute ein Karmeliterinnenkloster. Das Innere der Kirche, die eigentlich nur eine größere Kapelle ist, des Karmeliterklosters, hat wunderschöne Fresken zu bieten. Und auch wunderschöne Glasfenster. Und auf diesem Betstuhl könnte er, seine Majestät Kaiser Franz Josef, tatsächlich mal gebetet haben. Allen geschichtlich und kulturell interessierten Menschen kann man einen Besuch in Meierling nur wärmstens empfehlen. Ja, und was macht ein kleiner Stadtstreicher, wenn er mal die Stadt satt hat? Habt ihr gehört, dreimal Art am Schluss? Sprich, ich bin schachmatt. Nein, blöder Scherz. Er geht in einen Naturpark, und zwar heute in den in Sparbach. Naja, und bei diesem nicht ganz Langohr fällt mir nur ein, jede Ähnlichkeit mit handelnden Politikern wäre zufällig. Nanu, wer wird denn? Und das vor den Leuten. Was wir hier sehen, sind ganz eindeutig Rasenmäher à la Greta. Nun ja, laufender Keiler würde ich das nicht gerade benennen, höchstens dahin trabende Wildsau. Apropos, wisst ihr, was ein laufender Keiler ist? Stammt aus dem Begriff des Sportschießens. Hat ganz gute Hörnchen, das Tierchen, oder? Muffelwild bewegt sich auch ganz gerne hier. Also er ist sich offensichtlich seiner Schönheit bewusst. Angesichts dieses Hirsches stellt sich die Frage, sind sie Wiederkäuer? Hoppala, Querverkehr. Und hier haben wir den Wildschwein-Nachwuchs in Action.
Mama steht sie in Blickweite. Darf ich vorstellen? Tick, Trick und Track. Oh, da ist ein Vierter. Achtung, Wildschwein quert. Ja, guten Tag, Frau Wildsau. Tja, liebe Leute, und hier hinten habt ihr schon mein endgültiges Ausflugsziel für heute. Die Seegrotte Hinterbrühl. Und jetzt, auf diesem Bild, das ihr hier neben mir seht, kennt ihr die zwei Herren? Der ganz in Schwarz spielte damals in einem Film über die drei Musketiere den Rochefort. Sein Name Michael Wincott. Und der andere, nun, der hat heute etwas weniger Haare als damals. So, und ich begebe mich jetzt in diese Seegrotte Hinterbrühl hinein. Ein langer Eingangstunnel. Hier unter Tag heißt es übrigens Kopf einziehen. Denn die Bergleute früher waren offensichtlich sogar noch kleiner als ein kleiner Stadtstreicher. Stollen in Bergwerken müssen natürlich gestützt werden mit Holzpflöcken und Traversen. In diesen großen Hallen wurde während dem Zweiten Weltkrieg Munition hergestellt oder Flugzeugteile. War das wohl früher das Rotlichtviertel der Mine? Ja, ne? Pferde in der Mine, ja tatsächlich. Zum Ziehen der Hunte, das sind die Wagen, mit denen die Gesteinsbrocken befördert wurden, brauchte man in der Mine Pferde. Kein leichter Job für diese armen Vierbeiner auf jeden Fall. Auch zum Drehen von Mühlrädern oder Beschleunigungsvorrichtungen wurden Pferde eingesetzt. Irgendwann einmal hatten auch die armen Pferde ausgedient und die Hunte wurden mit kleinen Lokomotiven gezogen. Abgebaut wurde übrigens in diesem Bergwerk Gips. Wie der Name schon sagt, hier haben wir einen Turm, den Förderturm, der geht ganz schön hoch hinauf. Und da wurde dann das Material auch zum Teil hochtransportiert. Festbeleuchtung unter Tag. Und wir sind auch tatsächlich im Festsaal des Bergwerkes in der Hinterbrühl gelandet. Diese Gefängnisgitter sind natürlich nicht echt, sondern waren Kulisse in jenem Walt Disney-Film über die drei Musketiere, in dem ich damals als Komparse mitspielen durfte. Der Gipsabbau in der Hinterbrühl wurde beendet, als das Bergwerk einmal mächtig überflutet wurde. Reste davon sind hier noch zu sehen. Hier sehen wir die Schutzpatronin der Bergleute, die heilige Barbara. Glück auf, der Bergmannsgruß. Und über diese Stufen geht es jetzt hinunter zum großen unterirdischen See. Könnte fast ein Wikinger-Drachenboot sein, aber es ist vielmehr das Originalboot, das im Film Die drei Musketiere mitgespielt hat. Ich sitze hier in einem anderen Boot natürlich, nicht in dem Drachenboot. Und wir sind jetzt genau 60 Meter unter der Erdoberfläche angelangt. Und das hier ist der größte unterirdische See in Europa. Da ca. 6200 Quadratmeter Wasseroberfläche, 1,20 Meter tief.
Ja, und diesem Argument schließe ich mich an und beende somit meine heutige kleine Stadtstreicherfolge.